Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 5. Bewerte den Part und viel Spaß. So, willkommen zur nächsten Odyssee. Heute probieren wir es mal mittelschwer. Und das heißt, wir beginnen mit dem Nordpol. Ah, das geht einmal komplett um die ganze Karte rum. Jetzt kommt hier erstmal ein kleiner Wurfelapfel rein. Und dann noch als Unterstützung ein Boot. Ich habe das U-Boot jetzt soweit geupgradet, besorge mir jetzt allerdings erstmal einen kleinen magischen Affen. Und jetzt gibt's noch das Affendorf. Alter, ist das nice, wie das jetzt einfach die Range davon drastisch erhöht hat. Also klar, da links fehlt zwar noch ein bisschen was, aber das kann ich ja mit ein paar normalen Äffchen einfach klären. Passt mal auf. Also irgendwie ist es gerade viel zu einfach. Ich habe mir jetzt hier noch ein paar U-Boote aufgestellt und werde da jetzt noch eine kleine Nagelfabrik vielleicht hinhängen. Warte mal. Hallo, passt der da rein? Ist das gut? Ja, komm. Dann darf der noch einen Wirbelsturm erlernen und dann darf der auch noch einen besseren Wirbelsturm erlernen. Aber jetzt wird es erstmal Zeit, die Nagelmaschine abzugraden. Schnellere Produktion, krassere Nägel. Ja, also zumindest wenn dann die aufgesplitteten Ballons kommen, dass die dann hier nicht mehr durchflutschen. Falls das überhaupt mal passieren sollte. Dann würde ich mir gerne nochmal einen Scharfschützen hier hin platzieren. Warte, da oben, genau. Und mir dann anschauen, was da abgeht. Warte mal. Im letzten Part konnte ich mir leider nur das hier leisten. Und das da könnte sehr interessant werden. Macht Bloons der Mob-Klasse für kurze Zeit bewegungsunfähig. Ist aber auch dementsprechend teuer. So, jetzt habe ich genug Geld. Dann kommt mal her, ihr kleinen Mobs. Das sieht schon sehr gefährlich aus, aber war das denn auch gefährlich oder sah es nur so aus? Na komm. Ah ja, man sieht's. Sie bleiben manchmal ein bisschen stehen. Letzte Welle oder was? Ja, das ist die allerletzte Welle. Na komm. Stell ich noch das dahin. Damit er auch seinen Spaß hat. Hier, viel Spaß. Mob-Schläge, Mob-Killer. Ja, aktiviert. Alles kein Problem. Selbst die, die weit kommen, werden dann von dem Magier direkt wieder zurückgeschickt. Ja, Strecke 1 von 4 abgeschlossen. Die Odyssee fortsetzen? Ja, bitte. Da geht das Schiff weiter. Zu den Pyramiden. Und hier auch wieder ein Eingang und ein Ausgang. Ich fange mit einem Sniper-Typen an. Und dann kommt da noch ein normaler Wurfpfeilaffe. Schön. Ja, dann. Und da ich ihn schon so lange nicht mehr hatte, hier der Reißnagelwerfer. Los, greif an, du kleiner süßer Fratz, du. Ja, komm schon, ne? Ja, mach kaputt, mach kaputt. Hallo? Oh Gott! Hilfe! Oh, das wollte ich nicht. Nein! Ach komm! Warum schafft ihr das? Ach, ich bin so ein Verlierer, Leute. Ich bin's einfach. Ich bin's. Dazu dann noch den Klebstoffschützen hier hin. Den hatte ich auch schon länger nicht mehr. Und die ersten fetteren. Aber ich glaube, der Sniper-Typ schafft das alles noch. Und schnell. Upgrade bitte. Und geh nur auf die stärksten. Oh oh. Oh nein. Das ist mein Ende, oder? Ist es mein Ende? Nee. Okay, alles gut. Okay, es wird Zeit. Ich hole mir mein allererstes U-Boot. Ja, komm schon, und dann trifft das wieder alles. Warum hat das so eine Fähigkeit? Das ist doch so krank, dass der Junge einfach die komplette Map im Griff hat. Und als nächstes mal wieder ein Affendorf. Das kommt dann schön hierhin. Oh, 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 hä? Oh Gott! Das ist wieder so schnell passiert. Na ja, komm, ich mach mal den Feuerring an und dann läuft's wieder, oder? Ich hole mir jetzt aber echt erstmal den Wirbelsturm. Das kann doch nicht wahr sein. Hier, der Blitz. Und jetzt der Wirbelsturm. Das erste Schiff. Hey. Und das hast du geschafft? Wow. Ich verstehe das Spiel nicht. Aber ich glaube, es wird Zeit, dem Sniper-Typ hier noch ein Upgrade zu schenken. Wenn dann gleich das erste rote Schiff kommt, dass ich dann irgendwie gerüstet bin. Tödliche Präzision. Ja. Huiuiui, das könnte böse enden. Ich will das Upgrade haben, bitte. Komm schon, komm schon. Ach du Scheiße. Es geht einfach... Hä? Warum ist das passiert? Warum hat sich das denn komplett aufgelöst?
Oh oh. Hä? Warum? Nein, 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 ui, ui. Ui. Komm schon, etwas. Ach, weißt du was? Ich bohre da jetzt ein U-Boot hin. Anders kann ich mir gerade nicht helfen. Oh nein. Bitte, schnell. Oh oh, oh oh. Oh Gott. 50% mehr Geld. Aktiviert. Und jetzt komm schon. Ihr schafft das. Ja, 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 genau. Zurückwirbeln. Ach, schön. Dann am besten noch davon einen. Wenn das geht. Ja, komm, ich pack dich hier hin. Und dann saugst du die alle ein. Das erste rote Schiff. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Wirbelsturm kann ich mir nicht leisten. Das da kann ich mir auch nicht. Ich warte einfach. Ich glaube an mich. Schaff das. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein. Hör auf, hör auf, hör auf. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Das ist doch nicht wahr. Oh Gott. Wisst ihr, was richtig toll ist? Dass ich jedes Mal, wenn ich jetzt hier einmal scheitern sollte, alles wieder von vorne machen muss. Und zwar nicht nur bei dieser Map, sondern auch noch direkt bei den anderen Maps. Ich wurde gerade komplett zum Anfang geworfen, musste die erste Karte wieder spielen und bin jetzt wieder da, wo ich vorher war. Und da ist auch direkt das erste rote Schiff. Das ist ja spitze. Warte mal, da mache ich mal hier so einen kleinen Dingens hin. Da, der saugt das einfach ein. Das ist so nice. Komm, nimm es einfach. Wie viel Schaden hat das denn gemacht? Alter! Ey! Ich nehme das jetzt 10-mal. Das ist ja das Beste, was es gibt. Oder? Komm schon. Saug das Schiff an. Ja. Und das tötet das sogar. Ein einziges Schiff geht dadurch kaputt. Und da ich davon 3 Stück habe, kann der instant alle Schiffe ransaugen. Oh oh. Warum? Hä? Leute! Ich, oh Gott. Erster. Aber die meisten sind auf Erster. Ich verstehe gar nicht, warum die da durchkommen. Und dann auch noch so plötzlich. Oh nein. Nein, 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 nein. Alter, was zur Hölle? Wie schnell geht das denn? Schnell upgraden, bitte. Bitte etwas mehr. Oh Gott. Dann zur Sicherheit noch ein Helikopter. Der dann von da nach da patrouilliert. Und dann noch einen, der dann auch da patrouilliert, aber der geht auf die rechte Seite, wo er die Bloons wegbläst. Oh lol, 2 rote Schiffe in dem Teil. Und sie werden danach auch wieder zurückgekickt. Das ist so stark. Ich hab's geschafft. Das war's. Aber wenn die zweite Runde jetzt schon so schwer war, wie übertrieben ist denn dann die dritte? Och, bitte nicht. Dann gehe ich da mal rein. Und starte, wie immer, weil ich echt ein Fan von Klassikern bin, mit dem normalen Wurfpfeilaffen. Und einem U-Boot. Ich meinte zwar in der letzten oder vorletzten Folge, dass ich jetzt erstmal nicht mehr so krass auf die U-Boote gehen will. Aber ich habe zu viel Angst, gerade zu sterben. Wenn ich jetzt hier versage, wie gesagt, ich muss alles nochmal von vorne machen. Und das will ich nicht. Ich kaufe mir jetzt noch kurz ein paar davon. So. Die platziere ich dann erstmal hier so ein bisschen hin. Genau. Und dann fühle ich mich schon sicherer. Ich bin gerade in der 60. Runde. Nur noch 5 Runden und ich habe es geschafft. Aber ich glaube, da kommt gleich wieder ein riesiger Haufen. Und das könnte dann ziemlich gefährlich werden. So wie auch davor schon. Jetzt patrouillier mal von da nach da. Genau, und jetzt machst du die bitte alle weg. Oder auch nicht. Okay, das sieht doch schon mal extrem gefährlich aus. Oh Gott. Da kommt schon ein bisschen Geld noch. Damit Papa sich bessere Schuhe kaufen kann. Oh oh. Ach du Heilige. Wie ist das denn jetzt wieder passiert? Da kommen die einfach alle durchgeflutscht. Da, guckt's euch an. Ich brauche unbedingt eine Nagelmaschine. Ich könnte es schaffen. Und das ist sogar die letzte Runde. Okay, dann packe ich noch vielleicht einen davon dahin. Komm, so. Dann aktiviere ich da das Upgrade, dass der auch da hinten was trifft. Ja, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Saugt da alles an. Ja, 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 komm, komm, komm. Du schaffst das, du schaffst das.
Ja! Glückwunsch! Strecke 3 von 4 abgeschlossen. Odyssey fortsetzen? Ja klar, Digga. Natürlich will ich das. Ja, nur noch das Auge. Und das sieht, oh nein, das sieht richtig eklig aus. Hatte ich das nicht sogar schon mal? Es gibt nur einen Eingang? Hä? Wo genau fährt er jetzt bitte lang? Gehst du ja einmal komplett im Kreis irgendwie so, wie so ein magischer Kreis des Lebens? Ach, das ist random! Oh nein, bitte nicht! Oh Gott, das heißt wohl, die gehen so irgendwie und der dann so und der so und von da dann auch? Yo, oh Mann, das ist ja richtig fatal. Dann packe ich jetzt zuerst mal da so eine Ranke hin. Und da dann natürlich auch. Was soll ich denn da jetzt machen? Ich muss mich ja komplett auf meine U-Boote verlassen. Denn die haben wenigstens die Möglichkeit, alles zu treffen, was da gerade so rumschwirrt. Also ich hätte eine Idee, die mich aber vielleicht töten könnte. Ich mach das jetzt einfach. Und zwar verkaufe ich den hier, stelle dann schön in die Mitte ein Dorf auf, wodurch ich dann relativ viel treffe. Mehr als vorher. Dann kann der noch weg. Und ich kann mir noch ein Boot leisten. So, ist doch schöner, oder nicht? Nein, das U-Boot ist aber nicht im Radius. Und das auch nicht. Ach Gott, war das dumm. Aber egal. Dann stelle ich hier noch was auf. So, jetzt ist es drin. Oh oh. Oh oh. Nein. Hör bitte auf. Hör. Bin ich tot? Was, wie wenig Leben hat man denn? Ach du heilige Scheiße. $500. Ja, komm. Wie ekelhaft. Naja, dann hole ich mir jetzt das, das und das. Und dann sind die jetzt auch erstmal kein Problem mehr. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es jetzt. So, jetzt grade ich noch mein Dorf ab. Dann hole ich mir noch eine Bananenfarm, weil das so toll ist. Ja, schaut euch an. Dann natürlich noch eine kleine Farmer dazu, hier. Und weil ich so viel Geld habe, noch eine Bananenfarm. Nein, nein. Mach's doch weg, bitte, mach's doch weg. Dann baue ich da noch was hin. Und ein U-Boot. Aber schon krass, was das für ein kurzer Weg ist. Also die können sehr schnell durchflutschen. Normalerweise bräuchte ich Sachen, die das Ganze ein bisschen ausbremsen. Aber später bringt das ja auch nichts mehr. Ich glaube, eine Nagelmaschine wäre extrem stark hier in der Konstellation. Oder, yo, 4 Stück verteilt in allen Ecken. Das mache ich. Ui, das könnte mir helfen. Ja, das mache ich. Ist schön. Und jetzt hätte ich hier noch gerne diese Saugdinger. Hallo? Darf ich hier bitte irgendwo mal was hinbauen? Da. Ui. Ja, 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 ja. Und das ist auch extrem günstig im Vergleich zu anderen Towern. Das erste rote Schiff. Und es wird angelutscht. Komm schon, komm schon. Mehr Geld, ein bisschen mehr. Ja, 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 komm. Noch 100. Ja, ja, jetzt hab ich's. Hä? Was ist denn? Wisst ihr, was wirklich wunderschön wäre? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber bitte, patch doch irgendwas rein, was das Spiel kurzzeitig verlangsamt. Und zwar ab dem Moment, weiß ich nicht, wo der erste Ballon 2-3 Meter vom Ausgang steht, dass ich Bescheid weiß, weil das Spiel ohne Beschleunigung zu spielen macht einfach keinen Sinn, das dauert ja alles ewig. Ich werde jetzt aber tatsächlich diese $500 zahlen, weil ich durch den Sieg gleich 1500 bekommen würde. Jetzt muss ich es nur leider auch schaffen. Ich baue mir jetzt aber erstmal hier noch ein paar Helikopters hin. Ich glaube, dann geht das auch. Nein, schaffe ich nicht. Das ist doch nicht wahr. Warum wird da alles ignoriert? Wie kann es sein, dass da alles voll steht und die trotzdem durchrutschen? Also ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeschaut und ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass die stark genug sind, um da überall durchzukommen und zwar sofort, ohne irgendwelche Probleme? Wenn man bedenkt, was ich da alles stehen habe. Also ich weiß ja, dass die jetzt von rechts kommen. Das heißt, ich werde mal kurz ein paar Sachen verkaufen, die da rechts jetzt gerade sowieso keine Rolle spielen werden. Was ist denn das Effektivste,
gegen Keramikballons? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nämlich nicht. Ich würde ja sagen, dass das der Affenmagier ist, weil der die immer wieder zurückstoßen kann durch seinen Wirbelsturm. Aber das kann es ja auch nicht sein, oder? Warte mal, ich freeze die da mal. Dann vielleicht einen Superaffen? Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich habe doch keinen Plan davon. Noch Mann. Ein leistungsstarker Motor ermöglicht das Einsaugen von schweren Bloons, wie zum Beispiel Bleibloons. Und das war, glaube ich, gerade das allergrößte Problem. Aber das Ding ist ja, das hat sich von da hier einmal durchbewegt. Und das bedeutet, dass die da dran vorbei sind, dann da dran vorbei sind und noch da dran vorbei sind. Was ist das denn? Ich könnte mir zweimal den Superaffensturm kaufen. Das fegt ja dann alles weg, glaube ich. Können wir mal probieren. Okay, ich starte und ihr wollt wieder alle durch. Und ihr schafft es auch fast. Aber jetzt gerade geht's wieder. Nee, und da fängt das Problem wieder an. Ja. Zack. Alles wegge... Oh Gott, ich kaufe mal kurz neu. Moment. Da ist wieder kurz gefreezed. Okay. Und da will wieder alles durch. Keine Ahnung. Muss ich echt gestehen, ich habe keinen Plan. Aber da das Ganze jetzt eh nur noch zwei Runden geht, verkaufe ich mal meine Bank, dass ich dadurch etwas sehr Starkes finanzieren kann, wie zum Beispiel den Superaffen. Der hat mich doch eigentlich noch nie enttäuscht. Plasmastrahlen. Okay, das wird nichts mehr. Reichweite. Vielleicht dann noch das da. Nagelballfabrik. Mit Keramikbloons. Ja. Und dann noch aus Spaß einen kleinen Klebstoffaffen. Okay, Schiffe, damit kann ich umgehen. Gut, gut. Das sieht doch wieder ganz anders aus. Also, wie unterschiedlich diese Runden sind, ist unfassbar. Das war die einfachste Runde ever. Aber ich glaube, man wird ja auch relativ lange vor Runde 63 gewarnt. Oder nicht? Dass die so richtig eklig sein soll. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wo da jetzt das Problem war. Da, die kommen einfach nicht mal zum Bildschirmrand. Okay, ja, sieht ein bisschen gefährlich aus, aber ich hab's. Ja, Glückwunsch, du hast die aktuelle Odyssee auf mittelschwer überstanden. Es ist Zeit, sich die Belohnung abzuholen. Warte mal, jetzt habe ich insgesamt minus 200 oder so gemacht. Also es geht, es geht. Dafür habe ich ja immer eine Münze bekommen, ne? Also es lohnt sich ja. Ach Mann, ey. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann bewertet mal den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.